Ja, herzlich willkommen zurück zu diesem Schweden-Let's Play hier bei Empire Total War. Ja, wir spielen immer noch mit dem Königreich Schweden und das Königreich, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass man das mit aussprechen kann, denn wir haben insbesondere in unserer Hauptstadt Stockholm eine ziemlich heftige Forderung nach Reform durch die beiden Universitäten und die zahlreichen Forschungen, die wir hier bereits erforscht haben und auch erforschen werden, sodass sich inzwischen eine ziemlich stattliche Milizarmee hier aufgetürmt habe, die auch noch größer wird, auch durch Verstärkung noch einmal und durch neu gebaute oder ausgebildete Milizen. Ja, diese Forderung nach Reform, kann man vielleicht noch sagen, existieren nur dort, in den Städten, wo geforscht wird, sprich, wo sich mindestens eine Universität, Schule, Kolleg oder ähnliches befindet. Das sind bei uns zurzeit nur drei Provinzen, nämlich Schweden, Dänemark und Estland-Livland. Das heißt zum Beispiel in Norwegen haben wir in keinster Weise Forderung nach Reform. Es ist sehr interessant, auch in Berlin, wo wir aber eine Schule stehen hatten, aber jetzt keine mehr ist, sind keine Forderungen nach Reformen. Und das ist insofern deswegen ganz wichtig, weil ja nicht nur die Schule als solche diese Forderungen nach Reformen auslösen, sondern auch die meisten Erfo oder einige der erforschten Technologien, zum Beispiel die Arbeitsteilung hier minus 1 nochmal, Gewaltenteilung auch minus 1. Und das wirkt halt nur dort, wo diese Technologien bekannt sind, sprich dort, wo solche Universitäten stehen. Das ist etwas, was ich jetzt auch erst rausgefunden habe, aber immerhin, ich wollte es euch nicht vorenthalten, für diejenigen, die das auch noch nicht wussten. Und ja, ganz wichtig, natürlich stellt sich die Frage, warum sind Leute zum Beispiel unzufrieden, weil es hier beispielsweise Menschenrechte gibt? Minus zwei Unzufriedenheit, Forderung nach Reform. Das kann man sich so erklären, dass diese Technologien oder diese philosophischen Ansichten zwar erforscht werden und dann auch dort, wo Unis sind, bei der Bevölkerung natürlich dann auch bekannt sind, aber das heißt noch lange nicht, dass die von der Regierung auch umgesetzt werden. Das heißt, man muss das so sehen, die Leute wissen jetzt also, dass es irgendeinen Typen gibt, der Menschenrechte fordert oder Arbeitsteilung oder andere schöne Dinge, die ihr Leben erleichtern würden, die böse, böse Regierung das aber nicht einlöst. Deswegen werden die sauer und fordern eben diese Reform. Das heißt, die Leute fordern Menschenrechte, weil sie wissen, dass es sie gibt als theoretische Möglichkeit, aber es gibt sie eben noch nicht und deswegen gibt es die Unzufriedenheit. Das ist sozusagen der Hintergrund, warum eigentlich positive Dinge, Menschenrechte und so weiter oder Demokratie und Gewaltenteilung hier negativ auf die Leute wirken und nicht positiv. So, ja, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich würde erstmal sagen, ich beende die Runde. Wir hatten in der letzten Runde Ostpreußen halbwegs kampflos erobert und Westpreußen gehalten und jetzt haben wir hier schwache polnische Truppen oder mittelstarke nur. Also die Hauptstadt Warschau ist gar nicht mal so stark verteidigt. Ich weiß nicht, wie es in Litauen aussieht, aber ihr seht schon anhand der geografischen Lage, das Kurland wird bald angegriffen werden von uns, einer unserer weiteren wichtigen Gegner. Und dann wird auch Litauen dran glauben müssen, so als Verbindungsstück und dann natürlich Warschau. Und ich möchte dann Weißrussland und Podolien erstmal umgehen, bevor ich mich dann im großen Finale dann auf Russland oder zumindest hier Moskau stürze, wo bereits ein mächtiger Winterpalast steht, der den Russen unter anderem die Ausbildung der Semenowski-Garde-Infanterie ermöglicht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, oder auch hier diese Garde Archeval, dass die Russen bereits über einige hervorragende Einheiten verfügen. Aber das ist jetzt noch nicht auf der Tagesordnung. Ja, und wie wir dann an die weiteren Provinzen rankommen, also wenn wir jetzt das Kurland, Litauen, Polen und Moskau erobern, hätten wir vier Provinzen mehr, also 19 von 25, dann erobern wir vielleicht noch irgendwas anderes. Aber ich wollte eigentlich dann gerne auch ein bisschen Amerika erobern und nicht so sehr mich in Europa ausbreiten. Aber mal gucken, wie das läuft. Jetzt beende ich erstmal die Runde. Und dann sehen wir mal, was kommt. Das ist natürlich Quatsch. Ja, auf die Preußen müssen wir immer wieder ein Auge behalten. Die werden merkwürdige Aktionen durchziehen, weil sie natürlich immer noch ihr Brandenburg zurückhaben wollen und sicherlich auch ihr Westpreußen und ihr Ostpreußen. Das sind ja alles drei Gebiete, die sie mal erobert hatten, beziehungsweise sogar von Anfang an hatten. Bei Preußen fand ja eigentlich nichts weiter als eine gigantische Südverschiebung stand. Die regieren jetzt Bayern und Böhmen und Württemberg, aber nicht mehr West- und Ostpreußen und Berlin. Also da müssen wir verdammt aufpassen. Ja, und das Kurland, Polen und Russland. Wie gesagt, mit Russland haben wir zurzeit einen Frieden. Wir haben die Gewaltenteilung erforscht. Das ist ganz fantastisch. Die beiden Milizionäre dürfen sich ebenfalls in die Hauptstadt bewegen.
und werden dann nächste Runde da sicherlich auch ankommen. Wir haben... Ach, die Vereinigten Provinzen haben Handelsabkommen beendet. Wieso das denn? Seid ihr blöd? Feindlich? Seid ihr doof? Oh gut, dann war das vielleicht nur irgendwie so ein Fehler, keine Ahnung. Ja. Irgendwas blockiert, ja, Persien immer noch. Ansonsten ist es jetzt ein bisschen weniger als gerade eben, weil wir natürlich die Armeen aufgerüstet hatten. Und ganz, ganz viele neue Einheiten. In Schweden und Dänemark ist Miliz fertig geworden, in Ostpreußen einmal Linieninfanterie. Das ist ganz ausgezeichnet. Ich baue hier auch... Baue ich hier eine Gedrillschule? Naja, gut, Stockholm ist ja direkt gegenüber. Ich baue jetzt mal hier eine Schaluppe in diesem Hafen. Nee, Quatsch, nicht da. Das kann ich auch hier machen. In Fischby, im großen Fischereihafen. Damit sozusagen dieses Schiff mal den Truppenverkehr innerhalb der Ostsee gewährleisten kann. Denn jetzt... Nee, noch nicht ganz. Aber wenn wir das Kolland erobert haben, haben wir sämtliche Ostsee-Anrainer-Provinzen erobert. Dann gehört die Ostsee wirklich komplett Schweden. Und dann haben wir echt einen ganz, ganz wichtigen Raum. So, Krieg erklärt. Frankreich und Großbritannien liegen jetzt auch mal im Krieg. Das ist normalerweise schon wesentlich früher der Fall. Aber wir müssen jetzt hier aufpassen, dass die Briten und Franzosen sich nicht gegenseitig die Häfen blockieren. Das wäre so nervig. In Finnland sind endlich mal Straßen fertig geworden. Ich rüste auch gleich den Gouverneurssitz auf, weil hier Finnland eine reiche Provinz ist und da ich gerne mehr Steuern einnehmen möchte. Und in der masurischen Seenplatte, da ist ein Dingsbums fertig geworden. Ein Bauernhof. Ja. Gut. Die Polen haben sich ruhig verhalten. Ah, hier ist eine große Armee. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Stanisław Poniatowski, der polnische Hauptgeneral oder einer der wichtigsten. Die muss auch nochmal aufgerüstet werden. Deswegen rüste ich hier gleich nochmal oder hole mir neue Truppen. Und es fehlt noch ein bisschen Artillerie. Aber es fehlt vor allem ein bisschen, ja. Gut. Ja, und von dem restlichen Geld möchte ich jetzt wirklich gerne mal die ersten Fabriken aufrüsten. Genauer gesagt, vor allem erstmal in der Hauptstadt. Hier Göteborg. Oh, das bringt einiges. Und auch die zweite. Und dann, ja, wie gesagt, machen wir noch hier Stavanger, Norwegen, da die Weberei. Um dann auch langfristig etwas unabhängiger vom Handel zu werden. Hier die Karibik. Versorgt uns noch ordentlich mit lecker Zucker. Genau, hier sind auch einige Truppen, die man vielleicht zusammenstreichen kann oder ein bisschen kürzen kann. Allerdings haben wir hier, die Truppen sind so gut, die möchte ich gerne auch noch behalten für mögliche weitere Eroberungstouren. Man weiß ja nie, was noch kommt. So. Ja, was wird als nächstes erforscht? Die Menschenrechte, da würde ich so mitgehen. Können die da schneller? Nein. Die? Nein. Die dann erst recht nicht. Gut, dann... Wohlstand der Nation... Nee, Staatsschulden wäre das nächste. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Oh, säkularer Humanismus. Ja, aber so viel bringt das, glaube ich, auch nicht. Ich warte immer noch auf die Lebemänner. Die Edelmänner von den anderen. Hm. Na gut. Dauert halt ein bisschen. Staatsschulden würden mächtig Städtewohlstand bringen und Unterhaltskosten senken. Minus 3% jeweils. Das wären hier ungefähr... Ja, vielleicht 40... Oh, 3% von 22.000. Das sind 660 Goldstücke pro Runde, ne? Und das, was bringt das? Auch... Ah, moderne Universität. Ja, das müssen wir zuerst das machen. Und wenn dann hier das da frei ist, hätte ich die auf die hier drauf. Ja. Gut. Gut, gut. Machen wir das so. Und dann werden wir dann mal gucken, wie das weiterläuft. Ich kann natürlich versuchen, mit Polen nochmal einen kurzen Frieden auszuhandeln. Um wenigstens mal eine kurze Zeit hier keinen Ärger zu haben. Sextant und Uferanlagen könnte man zum Beispiel anbieten. Nein. Gut. Dann hoffen wir mal, dass die polnischen Truppen nicht so garstig sind und hier irgendwas angreifen. Ansonsten hätten wir nur schlechte Chancen. Allerdings sind Polen und Preußen ja Gott sei Dank auch miteinander im Krieg. Und sodass sich dort für die Polen noch mehr Angriffsziele ergeben. Und nicht nur unser süßes, kleines Westpreußen oder Ostpreußen. Genau, Militärakademie.
Hier kommen dann leichte Dragoner als Möglichkeit hinzu, die wir dann auch reichlich ausbilden und in andere Weltregionen verschiffen wollen. Auch St. Petersburg muss die nächste Runde mal ein bisschen aufrüsten. Gut, weiter geht's. Unser Kardinal ist in Karelien angekommen, das ist sehr schön. Da haben wir noch jede Menge Animismus und Orthodoxismus und andere fiese Dinge, die unserem wunderschönen evangelikalen Protestantismus entgegenstehen. Ich persönlich halte der Religion für eine im Kern relativ überflüssige Angelegenheit, aber in diesem Spiel ist es zu Recht so dargestellt, dass damals, wie gesagt, vor ungefähr 300 Jahren die Religion noch eine erhebliche Rolle spielte. Scheiße. Das habe ich befürchtet. Die greifen an, ja, wären sie auch blöd gewesen, wenn sie es nicht getan hätten. Also die Polen haben eine volle Armee und wir haben nur so krude Truppen. Ja, da müssen wir uns, glaube ich, mal verteidigen. Diese sind stark angeschlagen. Ja, was haben wir denn hier? Linieninfanterie? Hoffentlich haben die noch kein lichtweißes Feuer. Ne, sollten sie eigentlich nicht haben. Das wäre natürlich ein Vorteil für uns. Und wir sind in der Stadt. Hat die Verteidigung? Nein. Ach, wir probieren es einfach mal. Sonst verlieren wir halt